Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um die Rudbeckia, auch bekannt unter dem Namen Sonnenhut bei uns hier in Deutschland. Hier könnt ihr meine beiden Pflanzen sehen. Die linke von mir aus gesehen ist, sieht relativ mitgenommen gerade aus. Das ist ganz einfach nur ein Wassermangel gewesen, obwohl die beiden Pflanzen direkt nebeneinander stehen, ist es gerade so, dass diese hier irgendwie etwas mehr Wasser braucht als die. Wird sich aber wieder erholen. Das dauert jetzt so 3-4 Stunden nach der Wassergabe und dann richtet sie sich wieder auf und ja, sieht auch wieder fast genauso gesund aus wie die andere Pflanze. Also da braucht man nicht gleich Panik bekommen, sie ist nicht eingegangen. Sollte bei euch die Rudbeckia auch so aussehen, dann ist es auf jeden Fall ein Wassermangel. Bei Hitze ist sie extrem durstig und wir haben gerade so eine Hitzewelle. Und ja, deshalb sieht sie ein bisschen so aus. Darum geht es aber hier nicht in dem Video. Es geht um die allgemeinen Pflegehinweise zu dem Sonnenhut. Eine Pflanze, die eigentlich eher in Nordamerika beheimatet ist. Sie blüht von August bis in den Herbst, so bis Oktober hinein. Da hat man nochmal im Spätsommer und im Herbst eine schöne Blüte im Garten. Und Bienen lieben die als Futter. Und die Pflanze ist auch winterhart, das heißt, sie kommt nächstes Jahr wieder. Natürlich muss man sie dazu richtig pflegen. Und was man bei der Pflege beachten sollte, das möchte ich euch jetzt hier in meinem Video einmal erklären. Ja, der erste wichtige Punkt bei der Pflege der Rudbeckia beim Sonnenhut ist der richtige Standort. Wenn man sich die Pflanze vielleicht gerade neu gekauft hat, dann stellt man sich auch die Frage, wohin damit? Ihr braucht auf jeden Fall einen sonnigen und auch einen warmen Standort. Nur dann kann die Rudbeckia auch richtig schön ihre Blüte entfalten. Dazu braucht sie wirklich viel Sonne. Als Boden kann man normale Gartenerde nehmen. Ich habe es in meinem Fall jedenfalls so gemacht. Wichtig ist da ein gut durchlässiger Boden, der nährstoffreich ist. Das heißt, wenn ihr die Rudbeckia einpflanzt, gibt einfach ein bisschen Komposterde mit auch dazu. Dann hat sie gleich einen richtigen schönen Startdünger und dann kann sie auch wirklich gut anwachsen. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das Gießverhalten. Wenn ihr die Pflanze frisch gepflanzt habt, dann solltet ihr auf jeden Fall reichlich erstmal gießen und auch für ausreichend Feuchtigkeit sorgen. Die Pflanze ist dann noch nicht gut eingewurzelt und braucht gerade dann, wenn man sie im Sommer pflanzt, bei Hitze sehr, sehr viel Wasser. Sonst kann es tatsächlich ganz schnell gehen, dass sie so aussieht, wie hier die Pflanze jetzt rechts, die ihr auch am Anfang des Videos schon gesehen habt. Das ist ganz klar ein Wassermangel gewesen und deshalb immer ausreichend gießen. Allerdings auch Staunässe vermeiden, das ist auch ganz wichtig, das mag die Rudbeckia auch nicht. Wenn die Pflanze frisch eingepflanzt ist, dann immer erstmal ausreichend feucht halten. Wenn sie dann gut eingewachsen ist, dann könnt ihr etwas weniger gießen, dann macht ihr so ein bisschen die Kratzprobe. Und wenn die obere Erdschicht, die oberen 1 bis 2 cm ausgetrocknet sind, dann könnt ihr wieder Wassergaben dazugeben. Haltet also das Erdreich leicht, gleichmäßig, leicht feucht, nicht zu feucht und vor allem auch nicht nass. Wenn es nachher zu nass ist, dann faulen euch die Wurzeln unten weg, die Pflanze geht ein. Deshalb darauf achten, dass nicht zu viel gegossen wird, aber austrocknen sollte das Erdreich auch nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das richtige Düngen von der Rudbeckia. Hatte ja schon gesagt, wenn ihr sie einpflanzt, gibt reichlich Kompost mit dazu, dann hat man schon mal einen guten Startdünger. Und ansonsten ist es so, dass sie vor Neuaustrieb mit einem Langzeitdünger einmal gedüngt werden kann. Und ansonsten könnt ihr auch während der Wachstumsphase immer mal so alle 2 bis 4 Wochen ein bisschen Flüssigdünger mit dazugeben. Aber in der Regel ist man erstmal mit dem Langzeitdünger auch schon ganz gut versorgt. Was wichtig ist, man sollte auf jeden Fall mit der Düngung aufhören ab August. Der Stickstoff, der in den Dünger enthalten ist, sorgt dafür, dass die Rudbeckia noch mal kräftig zulegt und wächst. Das geht dann allerdings zu Lasten der Frosthärte. Und dann kann es tatsächlich sein, dass in einem besonders kalten Winter euch die Rudbeckia doch noch kaputt friert. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wie verhalte ich mich richtig im Winter mit meiner Rudbeckia, sodass sie gut auch durch den Winter durchkommt und im nächsten Jahr dann auch wieder zuverlässig austreibt? Es ist so, dass sie dann nach dem Herbst erstmal verblüht und dann wird sie langsam eingehen. Und dann ist es häufig so, dass der Hobbygärtner zur Schere greift und die Rudbeckia abschneidet. Das würde ich euch nicht empfehlen, das ist im Prinzip verkehrt. Wenn man sie schneidet, nimmt man der Pflanze den eigenen Winterschutz. Das bedeutet, alles, was jetzt hier eingegangen ist, sorgt dafür, dass unten die Kälte nicht so richtig rankommt, dass es nicht richtig durchfrieren kann. Das bedeutet, alles, was hier oben verblüht und eingegangen ist, sollte man belassen, weil die Pflanze sich selbst so ein bisschen vor dem Winter schützt. Der eigentliche Rückschnitt ist dann erst wieder im Frühjahr. Ich würde euch empfehlen, das so frühestens Ende Februar, Anfang März zu machen, wenn so richtig der knackige Frost vorbei ist. Und mit dem Rückschnitt
regt man dann auch den Neuaustrieb wieder ein bisschen mit an und dann sollte die Rudbeck ja auch gut austreiben. Exemplare, die man frisch gepflanzt hat, die vielleicht im ersten Jahr sind, kann man so ein bisschen mit Reisig, mit Tannenzweigen abdecken über den Winter, dafür einen leichten Winterschutz sorgen, aber ansonsten sollten sie ganz gut durch den Winter kommen. Wer sich dazu entschieden hat, seine Rudbeckia in einen Topf zu pflanzen, zum Beispiel auf der Terrasse zu halten, das ist auch kein Problem. Auch da sind sie winterhart, auch da sollten sie nicht zurückgeschnitten werden, aber stellt den Topf dann so ein bisschen geschützt hin, nehmt ihn so ein bisschen raus aus der Witterung, legt vielleicht eine Styroporplatte drunter, dass es von unten nicht her so kalt wird und auch dann sollte eure Rudbeckia gut durch den Winter kommen und ihr könnt sie dann auch im Frühjahr zurückschneiden. Beim Gießen übrigens, das hatte ich vorhin vergessen mit der Rudbeckia, wer sie im Topf hält, der sollte gerade bei Hitze tatsächlich täglich gucken, ob sie Wasser braucht. Teilweise kann es sogar vorkommen, dass sie da zweimal am Tag gegossen werden muss bei Hitze, aber auch hier gilt wieder auf jeden Fall Staunässe vermeiden. Ja, den Punkt Schneiden habe ich eigentlich gerade ja schon vorweggenommen. Trotzdem möchte ich noch kurz eine Sache dazu sagen, warum man auch die Pflanze im Herbst nicht abschneiden sollte. Der Samen von der Rudbeckia, der bietet eine schöne Nahrungsquelle für Vögel, die im Winter hier bleiben. Und dann tut er denen auch gleich was Gutes, wenn ihr sie nämlich nicht im Herbst zurückschneidet, sondern erst im Frühjahr, dann wenn die Vögel auch schon wieder andere Sachen zum Fressen finden. Ja, der nächste Punkt ist dann auch die Vermehrung. In der Regel funktioniert das sehr gut über den Samen. Man kann also die Rudbeckia über Samen vermehren. Teilweise macht sie das auch wild im Garten. Man braucht allerdings einen Kältereiz, weil sie ein Kältekeimer ist. Das bedeutet, wenn man jetzt den Samen zum Beispiel der Pflanze nimmt und möchte sie das nächste Jahr auf der Fensterbank vorkultivieren, dann braucht man hier erstmal einen Kältereiz. Das heißt, davor, vor der Aussaat, sollte es einige Wochen erstmal in den Kühlschrank gehen und danach kann man dann mit der Aussaat beginnen. Und dann sollte es auch nicht ganz so lange dauern, vielleicht einige Wochen, bis dann die Rudbeckia auch gekeimt hat. Ansonsten größere Pflanzen kann man auch problemlos durch Teilung vermehren. Das macht man am besten dann auch im Frühjahr. Einfach die Pflanze abteilen, vielleicht nachdem man sie geschnitten hat, sticht man sich mit der Schaufel, mit dem Spaten ein Stück ab und kann dann den entnommenen Teil umpflanzen. Und auch die Pflanze wird mit den Jahren, mit der Zeit größer werden. Und auch da kann man sie wieder ganz zuverlässig durch Teilung vermehren. Das war mein Video zur Pflege der Rudbeckia. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie am besten unten in die Kommentare. Ich versuche das dann so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr hier meinen YouTube-Kanal abonniert, mich ein bisschen bei YouTube unterstützt, damit ich auch weiterhin für euch diese Videos drehen kann. Und wir sehen uns dann vielleicht auch bald im nächsten Video wieder. Bis dahin.